und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Star Wars Jedi Fallen Order. Auf Jedi Großmeister! Falls ihr neu bei mir seid, sage ich es euch noch einmal. Und ja. Wir sind gerade auf Datumir. Wir sind mal so gesehen erst angekommen, seit der letzten Folge. Haben noch... Das war knapp. Haben noch einen so ein Hammervieh umgebracht, ey. Ohne Schaden zu nehmen. Hab mich jetzt selber verwundert, aber gut, es hat diesmal gut funktioniert. Tja, Übung macht den Meister. Nämlich hier die Großmeister. Und ja... Keine Ahnung, ich kenne mich hier auf dem Planeten noch nicht aus. Der scheint auch ein bisschen verwirrend und groß zu sein. Bin ich mal gespannt. Ich weiß, habe keinen Schimmer, wo wir hin sollen. Hier gibt es 1, 2, 3, 4, 5 offene Wege. Sehr klein. Geil. Hier gibt es schon mal nichts. Okay, es dauert eine Weile, bis die mehr explodieren und ihre Sorge versprühen. Tja, wie gesagt, ich habe einfach keine Ahnung, wo wir zuerst hin sollen. Da oben geht's lang, aber da komme ich gar nicht hoch. Nee, da komme ich gar nicht hin. Okay, das heißt, wo gehen wir noch hin? Hier hinten gibt es noch ein Tor, aber es scheint auch ziemlich weit oben zu sein. Aha! Okay. Uiuiuiui. Irgendwo höre ich noch eins. Wo geht's hier hin? Okay, hier scheint wohl nichts zu sein. Hm. Kein Schimmer, wo ich hin soll. Ich laufe einfach mal überall lang, einfach mal schauen, wo wir hinkommen, überall. Okay, hier ist auch nichts. Ah, jetzt bin ich hier. Okay. Ich glaube, hier ganz oben ist sowieso der Eingang, oder? Wo die Sephos sind. Hier stehen auch schon Sephos. Ne, sind ja Brüder der Nacht. Schwester der Nacht oder so. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Es tut mir so leid, ich bin gerade ein bisschen überfordert. Es ist eher offensichtlich, dass wir da hoch müssen. Also würde ich sagen, gehen wir erstmal hier runter und gucken uns mal da die drei Wege an, die da noch sind. Da hinten leuchtet es auf jeden Fall schon mal blau. Da unten scheinbar auch. Keine Ahnung, was da blau leuchtet, aber... Kletterranken leuchten blau.
Wo geht's hier hin? Okay. Hier geht es so gesehen wieder hoch zum Mantis. Kugelpilze oder so. Hier oben gibt es nichts, nein. Was gibt es hier oben vielleicht? Ein paar kleine Gegner. Eine Schnappkürzung, genau. Sehr schön. Da geht's nicht rein. Oh, er hat was gefunden. Gute Arbeit. Unheilvolle Statue. Keine Daten gefunden, Aussehen verheißt nichts Gutes. Doch, würde ich auch so sehen. Oder ist das der... Oder müssen wir dahin? Ist das der eigentliche Weg? Es sieht so aus. Dann müssen wir doch eher wieder in die andere Richtung, oder? Oder zumindest, wie gesagt, mal da runter, um zu gucken, was da unten alles ist. Sag was, BD1. Da kann man wieder entlang klettern. Soll man da hochkommen können? So, damit man natürlich wieder hier hochkommt, nehme ich mal an. Ich weiß es nicht. Oder damit man da hochkommt. Oh. Ja, genau. Aua. Och Mann. Das Vieh habe ich nicht gesehen. Ah ja, hier sind wir jetzt. Hier war ich schon. Ah ja. Wow. Okay, wir haben unsere Erfahrungspunkte wieder. Sehr schön. Und jetzt sind wir wieder hier. Okay, weiter ist hier wohl nichts. Noch wieder da oben, wo wir vorhin wahrscheinlich gerade waren.
würde ich sagen, gehen wir da wieder hoch. Weil da oben gab es auch einen Weg dorthin, wo wir noch hin können. Gesichter sehen ein bisschen traurig aus. Ah, ist ja gut. Echt jetzt? Schon wieder fast tot? Oh Mann, ey. Hey, BD1! Das fühlt sich besser an. Okay, kann man kaputt machen. Hier ist jetzt nichts. Ich hatte jetzt gedacht, hier wäre irgendwie was. Bestimmt wieder nur ein Poncho oder sowas drin. Hey! Also, was war drin? Jeremy Prime. Aha. Weg da! Eine Feuerstelle, wer hat die denn angemacht? Okay, da hoch geht's hoch. Okay, dann wollen wir mal da hoch. Oh, hier muss man echt viele Wandsprünge machen. Was haben wir hier? Okay. Jetzt bin ich verflucht. Die Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Viele Jahre vor ihrer Auslöschung kam die Schwester der Nacht in dieser Gegend zusammen, um ihre Magie zu trainieren. Okay. Also im Star Wars Universum gab es wohl Magie und die Macht. Und die Macht Magie wahrscheinlich. Die Macht der Magie? Die Magie der Macht. So, jetzt haben wir hier alles. Jetzt haben wir noch ein offenes Tor, das ist dort. Da hinten. Dann würde ich mal sagen, gehen wir dort mal hin. Gut, das eine Tor ist ja noch verschlossen. Hat man ja auf der Karte gesehen, weil das ist eins, wo da dahinter auch wieder was Blaues leuchtet. Hatte ich gesehen, aber da komme ich ja so an sich noch nicht hin. Wobei das eine ganz normale Tür ist. Warum kriege ich die so nicht auf? Verstehe ich nicht. Aber auch nirgendwo hin.
Außer da, da können wir natürlich dann drüber klettern. So ist es, denke ich mal, auch gedacht. So kommen wir nämlich dahin, wo das Tor ist. Genau, so kommen wir da drüber. Sehr schön. Hallo, du sollst rüberklettern. Ach ja, Y noch mal fallen lassen. Aua. Oh, das ist sogar so etwas. Geile Sache. 2 von 3 Lebensessenz erhalten. Sehr schön. Fremder, nicht von diesem Planeten. Der Fremde. Hier war ein Fremder, kein Bruder der Nacht. Ich spüre etwas Vertrautes. Eine Abkürzung. Ha, ich wusste hier, dass es hier was gibt. Pilzlinge. Pilzlinge sind eine wichtige Zutat für die Tinte, die Brüder und Schwestern der Nacht für ihre Tätowierung benutzten. Die Pilzlinghülsen werden dazu eingekocht, bis sich eine zähflüssige Gelbpaste bildet. Diese wird zur Erzeugung verschiedener Farben mit Lehm, Asche oder anderen Pigmenten vermischt. Ich denke, jetzt haben wir alles, oder? Das Vieh lebt noch. Ein Fähigkeitspunkt erhalten. Ja, wie geil ist das denn? Sehr schön. Der Fähigkeitspunkt dürfte ich ja eigentlich noch haben, oder? Generell dürfte ja eigentlich noch alles eingesammelt sein. Soweit ich weiß. Schauen wir uns das erst nochmal an. Der Fähigkeitspunkt bleibt immer bestehen, das ist gut. Kann man immer gebrauchen. Cool, okay. Das ging schnell. Jetzt haben wir aber alles. Okay. Irgendwas Brauchbares? Neue Sender erhalten, Magus. Die Schwestern der Nacht sehen fast genauso aus wie Sepho. Oh. Die Sepho waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich.
Der Ort wirkt verlassen, aber... Was machst du hier, Jedi? Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Los, verschwinde! Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Warte! Okay. Bringt das zu Ende! Verhindert, dass er sich bewegt! Verwundet! Das habe ich nicht aufgepasst. Genau wie dieser Fremde. Toll, mit dem Kampf habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich werde dich treffen. Er konnte uns nicht besiegen. Der war gut, das habe ich nicht gesehen. Ich werde dich treffen. Brüder, helft mir! Oh ja, geht doch. Brüder der Nachtkrieger. Geschickt und flink, eine starke Verteidigung und die aufmerksame Nutzung von Angriffsmöglichkeiten sind ratsam. Weiche ihren nicht blockbaren Überkopfangriff aus. Brüder der Nacht sind eine männliche... Was? Sind eine männliche Krieger und der Spezies, der auf Datomir beheimaten Zabrak. Viele Jahrhunderte lang wurde ihre einfache Gemeinschaft von Schwestern der Nacht regiert. Hexen, die über die Planeten herrschten, während der Klonkriege aber dezimiert wurden. Die Territorialien und Fremden gegenüber extrem feindseligen Kämpfern in ihren Reihen sind außerordentlich akrobatisch, wendig und in einer Vielzahl von Kampftechniken bewandert. Meine Güte, Entschuldigung für das schlechte Lesen. Oben leuchtet schon mal etwas blau. Da kommen wir aber so an sich gar nicht hin. Zumindest nicht von hier. Von der anderen Seite verschlossen. Oh yeah, sehr schön. Schwungvoll und fröhlich. Haha, bitte was? Oh. Da oben habe ich auch schon wieder was leuchten sehen. Geht doch. Okay, die weint aber heftig und lang. Eine Schwester der Nacht überlebte. Irgendwas an ihr ist vertraut. Die haben wir eben gerade kennengelernt, sehr wahrscheinlich. Eine Schwester Nacht überlebte ein schreckliches Massaker. Sie war allein und voller Angst. Ihre Schwestern waren tot. Das tut mir auch echt leid für sie. Ich kann aber auch nichts für. Ein Speicherpunkt, sehr schön. Hier waren ja noch keine Gegner, also ruhen wir uns hier schon mal aus. Haben wir wenigstens wieder unsere Stiffs voll.
So, wie komme ich denn da hoch? Wahrscheinlich von der anderen Seite. Okay. Kann ich schon was auf der Karte erkennen? Nein. Kann ich nicht. Ja, was? Aua, das geht wohl nicht. Verliert ihn nicht aus den Augen. Noch mehr nach Bruder. Nichts kann gegen uns bestehen. Jetzt habe ich nicht so wirklich aufgepasst. So ein Shit. Oh, das kommt alles so überraschend. Ich werde all unsere Feinde machen. Was dauert doch wieder Spaß sein. The Force Awakens. Ich war eigentlich kurz vom nächsten Fähigkeitspunkt, ey. Das riecht mich ja schon wieder ein bisschen auf. So, die Tür ist zu. Die ist closed. Geht aber wahrscheinlich wieder von der anderen Seite auf. Aber ich glaube, das war es heute auch schon wieder. Schau noch, was hier auf uns wartet. Eindringling! Ein Kampf. Ich muss mich mehr anstrengen. Da! Gar nicht schlecht. Brauch ein Stim. Gute Unterstützung. Warum haben die mich schon eigentlich direkt angegriffen? Das gibt's echt nicht. Ich kriege dich! Also wirklich? Kannst du dich gegen mich wehren? Vorwärts! Du behinderst mich lediglich! Dieser Schmerz bedeutet nichts! Bin fast tot. Hey! Irgendwas Brauchbares? Mindestlackierung erhalten, Rennfahrer. Mhm. Ich seh nach. Wollte gerade sagen, die habe ich ganz vergessen zu scannen. Brüder nach Bogenschützen. Weichen nicht blockbaren, aufgeladenen Projektil von Energiebogen aus. Wehre normale Schüsse des Energiebogens ab und wirf sie zurück. Die Brüder nach bilden als Gesellschaft männlicher Krieger eine Unterspezies, der auf der Atomiert, bla bla bla. Wer es lesen möchte, kann auf Pause drücken. Ich mach weiter. Ein Eindringling und er ist ein Mensch. Oh. Bewege ich diesen Eindringling.
hier nicht mal schießen hier. Schnauze. Ich bräuchte was zum Heilen. Okay, und scheint nicht zu sein. Ein kleiner Meditationsplatz wäre nicht verkehrt. Bin ich jetzt okay? Da würde ich jetzt eigentlich gern hin. Eine Spox. Wir sind schon längst über der Aufnahmezeit. Okay. Das tut mir so leid. Gefunden, BD1? Nicht Schwertschalter. Eine Tür. Eine Abkürzung nehme ich an. Okay, ja, dann gehe ich jetzt speichern. Die drei kriege ich immer wieder platt, auf jeden Fall. Die hier dann respawnen. Und dann war es das wieder für heute. Mit Star Wars Jedi Fallen Order auf Jedi Großritter. Jedi-Ritter, Großmeister. Als Jedi-Großmeister. So, jetzt haben wir es. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, ihr dürft mir gerne Daumen oben da lassen und ein Abo, falls ihr neu bei mir seid und nichts verpassen wollt. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder auch bei anderen Let's Plays von mir. Auf jeden Fall. Viel Spaß noch. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch unterstützen bzw. donaten. Das geht auf meiner Kanalseite oben am Kanalbanner. Gibt es unten rechts einen Button dazu. Und ich, ja, danke schon mal. Von voraus vielleicht. Und ja, bis demnächst. Viel Spaß. Tschüss.